Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play WoW. Es ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Ich war zwischendurch auch einfach mal krank. Passiert, ne? Man kennt's ja. Na gut, dann wollen wir mal anfangen mit dem Spaß hier. Aber ich muss mir jetzt vorher mal ein. Schauen, wir sind gerade im Ödland, ne? Genau. Ah, das ist Eddie. Da gehen wir gleich mal direkt hin. Zeit ist Geld. Ah, das hier, Worgen, ist das Paradies. Ich wollte schon immer in einer netten, ruhigen Stadt am Meer leben, damit ich mich ganz ohne Ablenkung auf meine Explosion konzentrieren kann. Ruhe ist jedoch nicht jedermanns Sache, besonders wenn man eher der hohe, abenteuerlustige Heldentyp ist, so wie ihr. Wir haben am anderen Ende der Stadt einen Teleporter installiert, der euch auf die Klippe bringt. Von dort aus könnt ihr den mit kurzen Ritt Richtung Westen ins Zentrum vom Lundenbrand wagen, mitten im Ödland. Dort sollte es mehr für euch zu tun geben. Sagt einfach, dass Flo euch geschickt hat. Bleibt gut drauf. Dann nehmen wir mal den. Was zum. Okay. Das ging schnell. Dann fliegen wir mal dahin, wo wir hin müssen. Ah, ich finde das schön. Ich finde das Gebiet jetzt, sagen wir mal so. Es erinnert mich ein bisschen an, hier, oder kurz. Das Gebiet erinnert mich ein bisschen an dem Gebiet hier, ne? Aber hier müssen wir jetzt ein bisschen durch. Versenkter Wächter. Naja. Ah, machen wir uns gleich mal den Flugpunkt. Was liegt an? Ah, willkommen in Lundenbrand. Bleibt sauber. Die größte Bedrohung für Lundenbrand ist zweifelsohne die Ogre-Kolonie im Nordwesten. Die meisten unserer Ogre-Nachbarn waren Kriegertypen. Aber es sieht aus, als würden mehr und mehr von ihnen Magie ausüben. Ich werde keine Ogre-Magier vor meiner Haustür zulassen. Geht und macht ein paar dieser Zauberspeier-Oger unschädlich. Hoffentlich lassen sie sich das eine Lehre sein und legen sich nicht mit der Macht von Lundenbrand an. Schönen Tag auch. Ja, ist auch hier. Okay. Ah, ja. Hey, wie geht's euch? Ich schaffe es einfach nicht, meine Erfindung in Gang zu bringen. Gar. Das ist es. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde improvisieren und Magie verwenden. Was meiner Erfindung wirklich fehlt, ist ein solider Kolben, der dünn genug ist, um durch seine schmalen Kupferrohre zu passen. Dabei muss er auch stark genug sein, um regelmäßigen Stößen widerstehen zu können. Die magischen Ruten, die die Ogre nördlich von hier bei sich tragen, sind genau das Richtige. Soweit ich weiß, tragen nur die Instrukteure Ruten, die stark genug sind. Falls ihr je was braucht. Ogre töten. Wenn ich sie richtig verstanden habe. Was ist denn eigentlich jetzt nochmal hier nördlich von hier? Ach, Lochmodan. Und wir haben unser Level wieder aktiviert.
Ach ja, es freut mich. Habe ich jetzt auf Öffnen gedrückt? Ich habe auf Öffnen gedrückt. Sehr schön. So, dann brauchen wir noch ein armes Opfer. Bestes, wenn wir 40 erreicht haben, können wir wieder fliegen. Können wir schneller fliegen. Und dann nochmal circa 20 Level, dann können wir richtig schnell fliegen. Na gut. Dann geben wir mal die wilden Quests ab. Zeit ist Geld. Ich lasse mich nur ungern dazu herab, Magie in meinen Erfindungen einzusetzen, aber in diesem Fall handelt es sich praktisch um einen Notfall. Schönen Tag auch. Was haben wir denn hier? Oh ja, sieht nicht schlecht aus. Passt perfekt, mein Ziegenschläger ist ordentlich verfeindet. Schön, dass ich helfen konnte. Falls es euch entgangen sein sollte, wir haben hier einen Lunden. Und mal ein kleines Ziegenproblem. Die fressen alles und scheinen eine Vorliebe für Häufchen aus Zahnrädern und Getriebe, die überall herumliegen lassen, zu haben. Das wird allmählich wirklich lästig. Ihr findet die meisten Ziegenböcke am Rande der Stadt in der Nähe der Klippe. Benutzt dieses Gerät, um ihnen einen kleinen Schubs zu geben. Bleibt gut drauf! Hey, wie geht's euch so? Ich frage mich, wo all diese Orga-Magier herkommen. Wahrhaftig erstaunliche Zeiten. Bleibt sauber! Kommen wir zu etwas anderem. Ich habe ein Paket, das geliefert werden muss. Vor nicht allzu langer Zeit kam eine junge Dame in unserer Stadt, die komprimiertes Sprengpulver, eine gehärtete Mithril-Bombenhülle und eine Schutzbrille wollte. Natürlich könnten wir ihr eine Menge Sprengpulver und Bomben verkaufen, aber eine Schutzbrille war etwas schwieriger zu beschaffen. Um es kurz zu machen, ich habe die Schutzbrille, aber sie ist schon zu ihren Studien in Lefalorklamm zurückgekehrt. Bringt es ihr für mich? Bleibt gut drauf. Jo, dann kümmern wir uns erstmal um die Ziegen hier. Die Ziege ist tot. Na gut. Noch drei Stück und hier haben wir vier.
Perfekt, dann können wir jetzt die Quest abgeben.